Hallo oder Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Wir wollten hier ganz gemütlich im Voyager-Modus ein bisschen diese Mine erkunden. Hier haben wir schon die erste Frage. Rechts oder links? Wir halten uns wie immer rechts, ausschließlich rechts. Holz, Kohle. Ich nehme hier mal ein bisschen was mit. Hier geht es dann eh nicht weiter. Aber so viel Holz und Kohle sammle ich jetzt nicht, weil ich sonst schnell überladen bin. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Ich hoffe, dass es hier keine Tiere drin gibt, aber es dürfte eigentlich nicht sein. Kohle, überall liegt Kohle. Hier ist wieder ein größerer Raum. Nehme das hier mal alles soweit mit. Ich habe das Inventar halt in der Pause der Folgen zwischen den Folgen ein bisschen aufgeräumt. Ich bin jetzt hier etwas wählerisch, was das Aufsammeln angeht. Weil wir halt jetzt auch schon wieder überladen sind, wie man sieht. Okay. Gut, hier ist nicht die Frage, ob rechts oder links. Denn hier links geht es gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen sowieso hier lang. Hier ist auch schon wieder Schluss. Dann kann ich die Fackel auch ausmachen. Gibt es noch eine Flair? Wieder eine Zeitung? Die braucht man nicht. Ja, dann muss ich hier nochmal schnell gucken. Was haben wir denn jetzt aufgesammelt? Ich glaube von dem Holz. Oder wir werfen hier die Stöcke weg. Das reicht dann auch. Ich möchte gern alle abwerfen davon. Danke. So, dann können wir ja... Das hat sich ja voll gelohnt, diese Mine zu erkunden. Da gab es gar nicht so viel, aber es klingt, es wäre hier draußen ein Sturm. Sind wir jetzt noch im selben Gebiet? Doch, das ist sogar dasselbe Gebiet. Das müsste dieses Wartehäuschen sein für die alte Fabrik. Ja, das ist auch so. Okay. Ich würde nämlich schon sagen, dass wir dieses Gebiet verlassen sollten. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal durch die Mine zurück, denn das ist sicherer. Hier gibt es keine Wölfe. Und suchen mal nochmal den anderen Mineneingang, den wir schon mal gefunden hatten im Interloper. Weil da bin ich der Meinung, stand Connector als Name, also eine Verbindung. Und auch, dass man Desolation Point verlassen könnte. Und da glaube ich nämlich schon, dass man über diese andere Mine in einen anderen Bereich gelangt. Also können wir auch ein bisschen schneller da durchgehen. War es jetzt oben lang oder unten? Ich glaube hier oben. Genau. Da sind die Sachen, die wir abgeworfen hatten. Dann machen wir das hier wieder aus und dann suchen wir die andere Mine, die wir auch schon mal hatten. Das dürfte gar nicht so weit weg von hier sein. Gab es da hier nicht einen kleinen Durchgang oder kam der erst später? Wahrscheinlich kam der erst später. Ich würde hier mal wieder die Flair ausrüsten, um uns aufdringliche Wölfe vom Hals halten zu können. Wir können auch rennen, wir haben Rückenwind sozusagen. Dann müsste das doch hier lang gegangen sein. War hier ein Wolf? Habe ich was gehört oder war das was anderes? Wir gehen schnell mal hier rein. Ist auch wieder eine Flair. Sind wir auch wieder überladen. Also das ist halt ein bisschen das Problem. Inventarverwaltung. Was kann ich denn hier noch entsorgen? Vielleicht lege ich auch hier... Das brennt eh nicht lang. Ach, hier kann ich es nicht wegtun. Schade.
dann lasse ich es halt hier fallen. So, und dann war doch dieser Durchgang hier. Genau. Also ich habe es schon mal gesagt, also atmosphärisch ist The Long Dark schon wirklich richtig gut. Die Geräusche, das Knarzen, das Gähnen, das ist schon richtig gut gemacht mittlerweile. Ich freue mich auch auf das neue Update, was hoffentlich die nächsten Tage bald erscheinen wird. Wenn es dann auch den neuen Modus zur Orientierung gibt. Also vom Namen her des Updates irgendwas mit Kartografierer. Das lasse ich jetzt auch alles mal hier. Klingt es halt so, als müsste man sie oder als könnte man dann seine eigenen Karten irgendwie also herstellen. Wahrscheinlich über Orientierung. Dass man sich das hier im Spiel halt selbst vermerken kann. Oh, eine Feder. Kann man dann halt auch für die Pfeilherstellung, für Pfeil und Bogen nutzen. Ja, so einen schweren Hammer. Den würde ich jetzt mal hier da liegen lassen. Kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ist einfach zu schwer. Soda würde ich gleich mal trinken. Buch würde ich auch lassen, weil wir schon wieder an der Grenze sind. Warum nimmt er denn hier immer weiter ab? Ach so, weil wir müde sind. Ja, vielleicht legen wir uns auch erstmal ein bisschen schlafen. Damit wir nicht das Problem haben, so schnell überladen zu sein. Legen wir uns mal 3 Stunden hin. Okay. Jetzt haben wir Durst, aber da können wir auch dagegen etwas tun. Eine Soda haben wir hier sogar noch. Ist doch alles gut. Sehr schön. Nehmen wir das jetzt mit, machen hier die Fackel an und dann schlagen wir uns hier mal durch die Mine. Rechts? Wir gehen wieder rechts. Da ist Sackgasse. Dann also doch hier lang. Ein bisschen gruselig ist das ja schon, weil ich nie genau weiß, bei solchen Gegenden, wo ich in dem Spiel noch selbst nie war, die Entwickler nicht da auch nochmal einen Fluffy eingebaut haben, dass es da doch einen Wolf noch in anderen Gebäuden geben könnte. So, das sieht auch hier wieder nach einer etwas offeneren Stelle aus. Sehr gut, eine Sturmlaterne. So, dann wirft er das weg. So war es natürlich nicht gedacht. Na, wo ist sie denn jetzt? Hier, bitte anequippen. Okay. Dann kannst du das wieder aufheben. Sehr gut. Danke, dass du mitarbeitest. Jetzt wieder was zu trinken. Leder würde ich mitnehmen sogar. Streichholz haben wir derzeit auch so viel, dass ich das nicht mitnehmen brauche. Flair. Also das finde ich tatsächlich hier schwierig in diesem einfachen Schwierigkeitsmodus. Dass man so schnell überladen ist und man dann die meiste Zeit mit Inventarverwaltung beschäftigt ist.
Aber irgendwas ist ja immer, ne? In dem einen Modus hat man zu wenig und stirbt sofort an allen möglichen Krankheiten oder Problemchen. Und in dem beschwert man sich dann, dass man zu viel findet und zu viel rumschleppen muss. Wie man es macht, ist es verkehrt. So, ich habe mich hier auch rechts gehalten, obwohl links auch noch ein Weg gewesen wäre. Das ist dann hier wahrscheinlich auch der Ausgang. So, das würde ich jetzt tatsächlich auch mal alles liegen lassen, bis auf die Flair. Die nehme ich mal gerne mit. Gut, die Laufschuhe hätte ich auch gleich weglassen können. Das gucke ich mir dann einfach nochmal an. Das wird wahrscheinlich nicht besser sein als unsere Windstopper. Die lasse ich diesmal gleich hier. Fließmittens, die sind wahrscheinlich auch nicht besser als das, was wir schon haben. Ich mache hier mal kurz aus, dass wir das bisschen sparen. Und dann gucken wir uns das an. Fließmittens, die sind schon mal besser. Da können die weg. So, dieser Windbreaker, ja, die Lightshell ist nicht besser. Obwohl der auch bloß bei 50% Zustand ist. Wiegt allerdings auch mehr. Der ist in dem Zustand. 2,8 Wind. Ja, wahrscheinlich ist der Unterschied minimal. Ich würde das hier auch mal einfach fallen lassen. Ich würde es auch nicht auseinandernehmen, weil wir sind eh überladen. Wird noch nicht reichen vom Gewicht her. So viel Zeugs wieder dabei. Das Seil, ich bin mir halt nicht sicher, ob wir das Seil brauchen. Das wiegt aber extremst viel. Ein bisschen schade. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Halt, das wollte ich nicht. Ich wollte das nachfüllen. Okay. Ja, ich würde das Seil vielleicht mal hier lagern. Hier gab es doch, glaube ich, auch Behältnisse. Genau. Wenn wir uns... Gut, wir werden das sowieso nicht so viel speichern, das Spiel. Beziehungsweise jetzt großartig fortsetzen, denn ich gehe davon aus, dass bald das Update kommt. Aber falls wir doch das Seil bräuchten sollten in naher Zukunft, müssen wir uns einfach merken, wo wir es abgelegt haben. Nämlich hier in dieser Mine. Old Connector heißt sie, glaube ich. So, und damit haben wir genug Zeugs abgelegt und wir können hier weiterziehen. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Old Island Connector, Crumbling Highway. Okay, ich kann mich an die Gegend so von der einen oder anderen Situation erinnern. Und ich gebe zu, es waren keine schönen Erinnerungen. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal beim Interloper-Modus angekommen. Vorsichtig hier runter. Denn links herum aus der Mine kam, glaube ich, eine Brücke. Eine eingestürzte Brücke, wo es dann nicht weiterging. Deswegen bin ich gleich hier lang gelaufen. Und soweit ich weiß, ist die Gegend hier aber auch Wolfsgebiet. Ich würde das hier gleich mal so machen. Wir haben so viele Flares. Können wir sie auch verwenden. Dann überrascht uns hier nicht so ein Wolf unbedingt. Hier ist eine Höhle, oder? Doch, ist eine Höhle.
Holz, also das würde ich jetzt alles gar nicht einsammeln. So mehr ist hier nicht. Naja, gut. Brauchen wir jetzt nicht diese Höhle. Da springen Hasen herum, habe ich schon gesehen. Ein bisschen schade ist, man sieht etwas schlechter mit dieser Leuchtfackel in der Hand. Das Sichtfeld ist halt eingeschränkt. Okay, hier ist wieder ein abgebranntes Haus. Vielleicht gibt es hier auch mal ein nicht abgebranntes Haus. Oh, hier gibt es einen Keller. Abandoned Harris Home. Da ein Kollege herum. Trail Boots, die sind auch schlechter als die, die wir schon haben. Deswegen lasse ich die gleich mal liegen. Fiber braucht man nicht. Das hier würde ich sogar mitnehmen. Wir haben ja ein paar Medikamente bei der letzten Wolfsattacke tatsächlich verwenden müssen. So, und diese Häuser sind alle abgebrannt. Ich höre hier irgendwie immer was. Okay. Hört ihr den Wolf? Ich gehe hier mal schnell ins Basement herein. Gibt's... Hier kann man seine Kochfähigkeiten verbessern. Ist also ein Kochbuch. Ja, ist ganz nett. Ganz nett. Werkzeuge, die wiegen wieder sehr viel. Das Metall würde ich mal mitnehmen. Da können wir nämlich unsere Sturmlaterne reparieren. Die Hatchet. Puh. Ist auch nützlich, aber wir müssen dann tatsächlich mal ein bisschen sortieren, was wir von den ganzen Sachen brauchen und behalten. Also Inventarmanagement hier, A und O. A und O. Das T-Shirt lasse ich hier gleich drin. Braucht man nicht. Long Johns. Unterhosen. Die könnten tatsächlich wärmer sein als ein paar der zwei Jeans, die wir haben. Würde ich mir gleich mal ansehen. Wir haben hier sowieso Unterhosen. Also da, keine Frage, die ziehen wir mit an. Bei den Schuhen, ja, die konnte man eigentlich weglassen. Die würde ich jetzt auch einfach droppen. Dann gucken wir mal, dass wir die Laterne vielleicht reparieren. Dauert 45 Minuten, dann geht wahrscheinlich die Flare aus. Ja. Gut. Oder auch nicht. Also wie gesagt, wir haben so viele Flares. Da kommen wir schon eine Weile aus. Draußen zieht jetzt auch wieder ein Sturm auf. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen nochmal gucken, was ich mit dem ganzen Zeug so anstelle. Weil wir wieder hoffnungslos überladen sind. Und ich nicht so richtig weiß, worauf ich verzichten kann. Das ist schwierig. Legen wir davon was ab. Davon, davon. Ja, von den Klamotten. Also die wiegen auch alle ihre Kilos. Halben Kilos. Aber ja, es ist schon gut, dass wir so viel anhaben. Dann sind die Temperaturen nicht so das große Problem. Ich weiß gar nicht, haben wir Hunger oder Durst? Durst haben wir und wir sind müde.
Okay, na dann können wir ja ein bisschen was trinken wieder. Da werden wir auch ein bisschen Gewicht auch los. Die Peaches. Die bringen uns dann auch noch Wasser sozusagen. Okay, nimmt mal das. Gut. Den Rest können wir auch noch essen. Zumindest ein Teil von dem Rest. Ein Teil von dem Teil. Ja, also von den Sachen möchte ich ungern was wegschmeißen. So, nee, den Schleifstein braucht man nicht. Da finden wir bestimmt auch in Zukunft noch viele. Das Nähset braucht man auf jeden Fall. Dieses Gewehrreinigungsset braucht man jetzt noch nicht, weil wir halt das Gewehr noch nicht gefunden haben. Aber wenn wir es dann gefunden haben, ist es ja schon nützlich, glaube ich. Es wiegt auch nicht so viel. So 100 Gramm. Also was halt viel wiegt, sind diese ganzen Werkzeuge. Ich weiß nicht, ob ich die Säge tatsächlich brauche. Die Bücher, wenn ich die alle lese oder fertig lese, könnte ich sie dann auch entsorgen. Vielleicht machen wir das einfach mal, dass wir hier das zu Ende lesen. 2 von 5. Wir lesen jetzt einfach mal 3 Stunden. Ach so, jetzt ist es natürlich wieder zu dunkel zum Lesen. Ah, das ist so schwierig. Ja. Die Rohsips, die schmeiße ich jetzt mal alle weg, weil ich bisher noch nicht rausgefunden habe, wie ich die verarbeiten kann. Ja, von der Medizin her brauche ich dann wahrscheinlich auch die Pilze nicht unbedingt. Kann ich sonst noch was herstellen? Nee. Kann ich nicht. Achso, Crafting, das wäre hier. Machen wir das schnell. Ja, jetzt ist er müde. Kein Problem. Ja, dann legen wir uns halt eine Runde hin. Schlafen wir mal 3 Stunden. Da können wir auch noch mal 2 Stunden extra schlafen. Draußen stürmt es eh gerade wieder, dass man überhaupt nicht vor die Tür gehen kann. Es ist dunkel, wir können nicht nähen, wir können nicht lesen, wir können nichts machen außer schlafen. So, jetzt wird es langsam hell, da können wir das auch aufheben. Durst haben wir wieder. Dann trinkt man halt ein bisschen Wasser. Genau, und wir wollten jetzt Bücher lesen. 3 Stunden möchte ich jetzt dieses Buch gern lesen. Oh, da draußen, das wird ja schlimm. So. Ja, dann können wir das wegtun. Und theoretisch können wir auch hier 5 Stunden kochen lesen. Vielleicht. Ist ein bisschen gewagt, jetzt 5 Stunden hier zu lesen. Aber wir machen es einfach mal. Was ist? Na gut, 4 hat er geschafft. Dann konnten wir uns nicht mehr konzentrieren, weil wir so durstig waren. Kein Problem. Dann trinkt mal jetzt. Dann können wir das Buch auch noch zu Ende lesen. Würde ich jetzt sagen. So. Wunderbar. Haben wir das auch gelesen? Kann man das auch wegtun? Sieht doch gut aus. Oh. Jetzt haben wir ja auch ein Level-Up. Da haben wir das auch mal gesehen. Müde sind wir. Hunger haben wir. Dann essen wir hier ein bisschen. Na, wir machen hier erst die alten Riegel. Und dann können wir uns nochmal hinlegen.
dann speichert das Spiel nämlich auch. Und dann kann ich die Folge an der Stelle nämlich auch wieder beenden. Und dann müssen wir mal schauen, ob ich halt das weiterspiele, wenn ihr das wünscht. Das habt ihr mir hoffentlich letzte Folge mitgeteilt. Ihr könnt es natürlich auch gern hier noch mitteilen. Oder vielleicht kommt mittlerweile auch das Update heraus und wir spielen endlich den zweiten Teil der Bear Challenge. Wie gesagt, wenn das Update rauskommt, kann ich dieses Spiel dann hier nicht weiterspielen, weil der Speicherstand gelöscht sein wird. Deswegen müssen wir mal gucken, wie sich das alles ergibt. Moment. Ich wollte noch mal gucken, Badges. Also diese ganzen Fortschritte bei den Badges werden dann aber mit übernommen. Die bleiben gespeichert. Genauso wie die Abzeichen der Challenges, die bleiben auch erhalten. Mal hier gucken ins Journal. Da haben wir ja jetzt, sind schon bei Tag 4 angekommen. Hier haben wir auch ein paar der Fähigkeiten verbessern können schon. Das Kochen durch das Lesen. Eisfishing haben wir auch durch das Lesen halt schon auf Level 2 hochgebracht. Auch das Nähen, die Handarbeiten ist alles ein bisschen hochgegangen. Die Kadaver abzuernten. Also man sieht, je mehr man halt in den, oder je länger man in so einem Spiel überlebt, desto besser werden auch die Fähigkeiten, ganz klar. Collectibles haben wir noch gar keine gefunden. Und hier sieht man halt in den globalen Statistiken bisher bei diesem leichten Schwierigkeitsgrad 3 Tage, 4 Stunden, 3 Minuten. Das ist jetzt ziemlich akkurat, weil ich ja gerade geschlafen habe und das Spiel gespeichert hat. Und dann müsste das ziemlich genau die überlebte Zeit bisher sein. Und dann sieht man hier halt auch nochmal, wie viele Orte wir schon erkundet haben, wie viel Prozent der Welt. 3 Wolfsbegegnungen. Ja, wie gesagt, ich mache an der Stelle erstmal Schluss, warte ab, was sich so in den nächsten Tagen ergibt, ob das Update herauskommt, was ihr mir so mitteilt an Wünschen. Und dann schauen wir mal, was ihr in der nächsten Folge dann zu sehen bekommt. Ich sag erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.